So, jetzt geht's mal los. Nach einer Verzögerung. Ich habe noch auf mein Schätzchen gewartet. Phasmophrau 21. Ich will gar nicht dort drin, ich bin in der Party. Na, es bleibt doch drin. Die hören dich auch hier drüber. Ah, er ist da. Hallo, Hallo Stanley. Hallo. Ich glaube, ihr hört mich nicht, ne? Nee. Dann geht's Was? nicht. Nee. Naja, solange wie ich hier live, kannst du mir sagen, solange wie ich im Livestream höre, hört er mich nicht. Solange mein Mann im Livestream ist, hören wir ihn nicht. Ah. Wo streamt er denn? Twitch. Twitch. Wie heißt der da? Fassmumann 21. Wie heißt der? Kennst du das Spiel Phasmophobia? Nee. Nee. Ich schreib's dir, warte. Okay, schreib mal. Ah, da ist er ja. Ein Zuschauer. Ah, da ist. Ernsthaft? Ja. Oh Gott. So, dann wollen wir mal hier loslegen, ein bisschen Action hier. Ich hoffe, der findet mal bald hier einen Server. Mir Aber wieso hört juckt's. man dich jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Wen? Ich weiß nicht, warum man mich hier im Spiel nicht hört. Im Stream? Nee, im Spiel. Kannst du vielleicht was einstellen mit Dings? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Mikrofon ist richtig eingestellt, ne? Okay. Hallo? Nein, man hört mich jetzt wirklich nicht. Keine Ahnung, warum man mich im Spiel nicht hört, aber. Scheiße. Wie heißt du eigentlich bei Twitch? Egal. Stanley. Wie du heißt bei Twitch, da hast du keinen Account. Moment, jetzt danke. wisst es. Ach, du heilige Scheiße. Mensch. Wieso zur Hölle heißt du so? Das war damals so mein Standard-Nickname für alles. Okay. Sei es für Knuddels oder Lokalisten oder sonst was. Das hört sich an wie so eine Sekte, die Lokalisten. Das war eine Chat-Plattform. Und sonst. Mein Gott, ich kann keinen. Ich Ja, soweit. Und wie geht's dir? muss ja. Muss ja irgendwie.
schon was Neues von Patty oder? Wie war gestern da? Okay. Dass, weil sie ja gemeint hat, ich verweigere ihre ihre Kinder oder ich verwehre sie ihr. Und dann war sie halt hier. Nico hat halt noch gepennt. Ja. Kaffee getrunken. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja einfach Gastgeber. Bist du das? Und ja, dann haben wir Kaffee getrunken. Ich habe halt versucht, nochmal mit ihr zu reden. Aber sie ist so festgefahren auf ihre Entscheidung, das ist abnormal. Man sieht hier gar keinen. Aber das warum sehe ich hier keinen mehr? Normal, gerade momentan. Da kommt nämlich gerade hier so Wut und alles so hoch und. Ajo. Ja, dann waren wir halt auf dem Spielplatz, weil schönes Wetter war. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, jeden kann auch. Weil sie gesagt hat, sie bleibt für 2-3 Stunden sowas. Ja. Dann habe ich auf die Uhr geschaut. Dann ist erstmal eine Stunde rum gewesen. Dann habe ich gesagt, jetzt brauchst du noch gar nicht gehen. Das ist noch da. Sie ist auch dann noch da geblieben. Und dann haben sie mal ein bisschen spazieren gewesen. Dann war sie noch kurz mit einem großen im Edeka drin, weil ich keinen Mundschutz dabei hatte. Beziehungsweise einen Maulkorb. Und ja, und dann sind sie wieder rausgekommen. Hat sie Milchbrötchen für den Großen gekauft, ein Müllermilch, nochmal irgendwas. Und ich mir denke, für was, die haben alles. Es fehlt denen an nichts. Und gut ist. Und jetzt so hier mit sowas sich irgendwo einzuschleimen oder sonst was, bin ich so ein bisschen zwiespältig, was das angeht. Am Spielplatz war jetzt gesagt, du bleibst jetzt hier, weil du warst jetzt über 10 Tage jetzt nicht da, die haben dich nicht zu Gesicht bekommen, gar nichts. Und ich finde hier niemanden. Und dann waren wir halt dann wieder hier. Ja. Dann habe ich sie gefragt, ob sie das baden möchte. Auf dem Spielplatz war. Und unser Milan halt gespitzt hat ohne Ende. Ihr wisst. Ja, das ist ja doch badet. Und dann habe ich noch währenddessen die Bahn waren, habe ich das bei uns Spawnwechsel halt fertig gemacht. Und dann hat sie halt einen Nico noch gefüttert. Und dann ist sie gegangen und dann ging's Theater los. Der Große natürlich geweint wie erschlossen. Na klar. Dann hab ich zu ihr gesagt, ist das jetzt normal oder so? Oder, und dieses Theater hab ich ja und nicht sie. Dann hab ich gesagt, ist schon einfach. Einfach zu gehen. Man hat diese Probleme nicht. Ja. Weil ich habe jedes Mal dieses Theater dann. Und weil ich gesagt, ich soll es sich echt noch überlegen, weil das werde ich so in der Hinsicht nicht dulden. Außerdem tut es den Kindern nicht gut. Und das werde ich auch so alles auch ansprechen. Richtig weil sonst werde ich in 2 Wochen
jetzt meine anwählst und bloß gut weiß nicht, wie dein Mann heißt. Oder keiner. Da kann ich nicht so ein bisschen was preisgeben, was ich vorhab. Dann werde ich das alleinige sorgerecht beantragen. Ja. Und mit dem anderen, wo ich dir ja gesagt habe, was ich vermute, dass sie hat, da muss ich mit dem Jugendamt drüber reden, dass die ein bisschen Druck aufbauen bei ihr. Ajo. Dass ich, wenn sie es nicht machen, dass sie erstmal für den Zeitraum, dass ich das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht habe. Ja. Dann hat sie in der Hinsicht gar nichts mehr. Tja. Dann habe ich ihr alles genommen. Wieder Spornwechsel. In der Hinsicht irgendwo gerechtfertigt, weil sie in Ordnung ist. Das ist so jetzt der Stand der Dinge. Sie wird morgen wiederkommen. Okay. Das war mein Vorschlag, weil sie so gesagt hat, sie will die Kinder schon öfters sehen und. Ich hab gesagt, kannst du gerne machen. Sag mir, wann du da bist. Ich habe ihr aber auch gleich gesagt, ich gebe mich aber nicht zufrieden mit einmal in der Woche oder sonst irgendwas. Ja. Weil die Kinder brauchen sie in der Hinsicht. Und fertig. Und dann soll sie ihren Arsch öfters hierher bewegen. Einfach. Und ja, so momentan. Hat mich doch gekriegt. So ein Mist. Mein Stand. Morgen kommt sie heute wieder. Und. Mal abwarten. Ja. Alles ein bisschen schwierig aus. Ich verstehe es halt immer noch nicht. Weil vor allem, wenn sie sagt, abgeneigt ist sie nicht dazu, wieder zurückzukommen. Ja. Weil ich so gesagt, ja, komm halt zurück und. Weil ich ja diese Liste gemacht habe, wo wir beide an uns arbeiten müssen und wo wir zusammen an uns arbeiten müssen. Habe ich ja gemacht und hat sie so gemeint, ja. In drei, vier Monaten fängt es dann wieder die ganze Scheiße wieder an und. Ja, ich will ja nichts sagen, aber das hört dann jeder, wo zuschaut. Nur so als Info. Ja, und jetzt? Nein. Ah, nachdem sie ja auch in Dispo. Sag mal, das gelesen? Was gelesen? Du musst auf seinen Kommentar reagieren. Huhu. Ja? Hallo, das ist dein ein Viewer von dir. Du musst ja schon drauf reagieren. Dein Viewer. Dein Follower. Nein. Das sind die Leute, die zuschauen in dem Moment. Oh. Ist okay. Fingerschnips. Oh. Ja. Big with my hand. Genau. Ich find's nur blöd, dass ich nicht. Warum höre ich da nichts? Ja, das ist halt so. Also, hast du den Post von ihr gelesen? Nee. Ich? Das frag ich. Du hast die Party verlassen. Schatz, du hast die Party verlassen. Okay, dann mache ich jetzt mal.
Also nur noch mal für alle Viewer, ich habe jetzt hier momentan irgendwie einen kleinen Bug, was auch immer. Ich komme hier aus diesem Menü nicht mehr raus, deswegen gibt es momentan einen kleinen Break. So, Probleme im Mikrofon jetzt endlich mal behoben. Man hört mich mal wieder. Warum auch immer die Mute-Taste, also beziehungsweise die, ja, dass es kein offenes Mikrofon mehr war, sondern ich musste eine Sprechtaste drücken. Warum auch immer das wieder aktiv war. So, jetzt warten wir gerade auf die anderen zwei. Ah, im Fenster drin. Ach. Oh, mein Geschütz ist drin. Ja, klar, guckst du mal verzogen. An. Ja, ich hab's selbst gesehen. Mir nicht zu sagen. Aber danke für den Hinweis. Warum hat der andere auch immer jedes Mal Voice an? Dieser beide Gegner. Weil die auch sprechen, aber nicht mehr wirklich, weil die in einer Lobby sind.
Ja, das sind Gegner. Warum hört man die Gegner? Ja, klar, komm schon. Ein Gegenspieler. Der spielt auch deine Lieblingswaffe. Jetzt hat er die Party verlassen. Ja, was war jetzt dein Fehler? Nee, es war noch irgendwie eine Push-Taste. Also ich habe die Push-to-Talk-Taste aktiv. Warum auch immer. So, jetzt kann es ja weitergehen hier mit Action. Ich hoffe, es gibt mal ein bisschen Action. Action. Ich bin doch da. Hallo, was will ich noch? Naja, Action. Action hier, Action da, Action bei meiner Frau, Action bei meiner Frau auf ihrer Arbeit. Die heißt auch Action. Die Arbeit. Ha? Okay. Ja. Dann so ziehe ich, dann überlege ich mir echt zu euch hochzuziehen, dann gibt es Mitarbeiterrabatt. Gell? Das wäre doch die geniale Idee. Schatz, deine dann habe ich gleich mal wieder mit B. Ja. Aber dazu müsste ich alles andere erstmal durchkriegen. Natürlich, klar. Aber ich glaube. Ah, Schatz! Gerade einen Moment. Ich soll dir von meiner Mutter ausrichten. Im Pirma sind sie Profine. Die suchen Leute. Und also Cousin von meiner Mutter arbeitet dort. Und der müsste dich immer nur mit hinbringen und du kriegst die Arbeit direkt. Und schon wieder, ich mag dieses Spiel langsam. Ja, ich hab's gehört. Ich mach nochmal einen Break, weil man sieht ja mal, man hat hier wieder nur Probleme.
Ja. So, und auf ein neues und hoffen jetzt mal, dass das auch richtig funktioniert. Hä? So, dann start. Ah, du bist schon drin. Mhm. Hoffentlich bleibst du drin jetzt. Mhm. Kann ich jetzt nochmal. Was sie postet haben. Mhm. Finde ich unter aller Sau, macht man nicht. Schon, gell? Finde es nicht gut. War es schlimm? Willst du lesen? Das geht keinen, finde ich, was an. Vor allem das andere ist, die sagt immer, ja, ich hacke und keine Ahnung was, wenn ich das Passwort weiß oder ich nach einer gewissen Zeit weiß, was sie für Passwörter hat. Das ist kein Hacken. Ganz einfach. Nee. Das ist einfach, ja. Blöd, ne? Dumm gelaufen. Aber, ja, das. Und vor allem heute hat sie dann nochmal. Heute hat sie dann angerufen. Der Anfang reicht mir eigentlich schon. Also. Also, ich weiß ja nicht. Also, das Hacken, Handy, Kontrolle, Einsperren. Also, Einsperren jetzt nicht wirklich. Ich habe halt sie nur versucht, vor gewissen Leuten einfach zu schützen. Weil sie nicht gut tun. Und ich habe zu ihr gesagt, immer wenn sie mit manchen Leuten irgendwie was gemacht hat und dann wieder zurückgekommen ist, hat sie mit mir auch so geredet, als ob ich von denen irgendwie in dem ihr Alter bin oder sonst irgendwas. So total mich abartig abgehackt. Ghetto-Tussi. Er ist abgehackt. Wir sind vorbeigezogen. Du kamst gerade kurzzeitig abgehackt rüber. Ah. Ja klar, guck sie an, woher weiß er das. Na, immerhin habe ich einen gekriegt. Wir sind zurückgefallen. Ja, nee, also immer wenn sie mit gewissen Leuten unterwegs war, hat sie sich aufgefühlt wie die größte Ghetto-Tussi hier. Spawn, kommt ist einer. Mir dann auch so. Respektlos dann mir gegenüber gewesen, keine Ahnung. Sind wir noch da? Divers und. Ach, da oben ist noch einer. Ah! Ja, ja. Oh. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Oh. Scheiße, rechts. Rechts oder Fallschirm. Gut, er ist tot. Ich. Ja, schön. Schade. Wechsel gleich wieder das die Waffe. Könnte vielleicht Spawnwechsel sein. Er ist Spawnwechsel. Hab ein bisschen pusht. Ach, nö. Sie hätte ja was machen können, aber mit Leuten, die etwas im Kopf haben und normal sind. Wenn wir nur Alkohol kennen und Party feiern und was weiß ich. Ja. Wenn sie mal Kinder hatten, dann waren sie ja.
weiß nicht, was ich da dann dazu sagen soll. Weißt du, wenn sie dann trotzdem dann eine Party machen und Alkohol saufen, keine Ahnung. Was? Im gewissen Alter ist man eigentlich da raus. Jo. Eigentlich. Okay, es war doch vorne. Ich hab zu ihr gesagt, solange sie sich immer danach so richtig assi verhält, mir gegenüber auch und dann tue ich das einfach nicht tolerieren und sage ich einfach nein. Das mag ich nicht. Und das meint sie dann mit Kontakt und Einsperren. Keine Ahnung, was das ist. Das mit ihrer Familie ist so immer wiederum so eine Sache. Also wenn die Mutter verbal und psychisch auf ihre Tochter losgeht und ihr Vorwürfe macht und dass ich mich dann davor hinstelle und sage, ja, du bis hierhin und nicht weiter, hör auf damit und ich ihr aber rate, lass erstmal ein bisschen Zeit, hab keinen Kontakt, schreib ja nicht mit dir oder sonst irgendwas, vielleicht checkt es dann, dass sie mit dir nicht so umgehen darf oder soll oder wie auch immer. Ja. Und das mit ihrem Bruder da ist es auch wohl irgendwo verständlich, der schuldet mir in der Hinsicht noch 1000 Euro. Weil er rumflintert. Weil ein Haftbefehl gegen ihn gelaufen ist. Und entweder er bezahlt oder wird halt das so lange eingebuchtet, bis er es abgesessen hat. Ja. Wir haben die Führung verloren. Naja. Ich verstehe es halt nicht. Ich habe den größten, also den meisten Kontakt einfach abgebrochen, weil ich weiß, wenn ich mit denen Kontakt habe oder sonst was und denen passt irgendwas nicht oder sie fühlen sich in der Hinsicht irgendwo verraten oder wie auch immer, dann gehen sie auch auf sie und auf die Kinder los. Ich rafe. Und da habe ich gesagt, da halte ich jetzt ein bisschen Abstand. Hab es denen auch erklärt. Die haben es auch so akzeptiert. Fanden es halt gut, dass ich sie darauf angesprochen habe, dass ich das mit so mit denen gemacht habe. Und ja. Das. Wir sind so viel für Sie. Der Sieg kommt schon fast. Aber naja. Spionageflugzeug in Bereitschaft. Weil sie anscheinend nicht verstehen und in der Hinsicht. Oh, schade. War Spawnwechsel. Ich weiß nicht, ich finde das Verhalten komplett so ein bisschen mega überzogen. Genau wie geplant. Ich hab den letzten. Exzellente Arbeit, Gentlemen. Wirklich exzellent. Dann gehen hier noch Gerüchte rum und das willst du auch wissen, von wem ich das gehört habe. Ich weiß nicht, was das ist, Stanley, du bist mega abgehackt. Bei mir. Schön, richtig. Ja, liegt am, was liegt denn das da? An meinem Headset oder was? Verbindung. Weil ich verstehe manchmal ich es klar und manchmal gar nicht. Ich habe bisher alles richtig verstanden. Hast du Wasser bei dir schon? Bitte ja. Eine Wäsche, Wasser. Vielen Dank.
Für das Wasser. Vielen Dank, Philipp und die. Ja, auf jeden Fall hat sie gestern gemeint, ja, so wie es jetzt ist, ist sie glücklich. Okay. Wo ich mir gedacht habe, okay. Mensch, dass das glücklich macht? Wie lange hält das Glücklichsein an? Ja, es ist nur für eine kurze Dauer. Vor allem jetzt, nachdem ja sie sich so eine Mauer um sich gebaut hat, dem muss ich halt jetzt irgendwo gucken, dass... ...sich das ja so, wenn's Schluss ist oder sonst was, dann, und sie kommt her, dann bringt sie mir in der Hinsicht dann nichts mit. Und ja, gestern hat sie halt ein Spezi für mich auch noch mitgekauft und ist hierher gekommen, wo ich mir denke, auch wenn sie es weiß, dass ich es gerne trinke. Ich habe weder danach gefragt oder sonst irgendwas. Und aus Anstand macht sie so. Ja, klar, in der Mitte bei den Gleisen. Noch. Untergang, ja. Im Untergang. Im Untergang. Ziel markiert. Ach komm jetzt. Na, ja, damit hast du jetzt halt gerechnet, okay? Alter, hab ich momentan einfach eine Reaktionszeit wie eine Lamme in der. Heute? Ich auch, oh mein Gott. Feindliche Spionageflugzeug im Anflug. Ja, ich hab's gewusst. Oben auf dem Bus wieder. Auf dem Zug. Bus, Zug. Stanley. Oh. Ja, klar, mit dem Schienenbett. Ist weg. Wunderbar. Im Gleisbett weg. Zug kommt. Ja. Ach komm, ja. Jo. Ich hab keine Lust mehr. Von wo? Unten drin, wie die ganze Zeit schon bei den Schienen. Ach, das war doch Männer. Und schon wieder. Geht direkt unten rein, mir reicht's. Spionageflugzeug in Bereitschaft. Hurensohn. Ja, von hinten im Spawn. Dem Gleisbett hab ich. Da hinten drinnen, aus dem Raum kommt wieder einer. Wie eben warst.
Ja, im Spawn hinten sitzt er. Geil. Oh, von hinten. Och, verdammt. Feindliche Vorräte unterwegs. Ach, das ist die. Oben im Fenster. Unten in der Halle. Ja. Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt. Ja, komm. Scheiß Geschütz. Artilleriebeschuss. Gib mal, ernsthaft. Geschütz bereit für den Einsatz. Ein Zug immer noch. Das kam jetzt ein bisschen spät. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Feindliche Vorräte sind in der Luft. Ich hab deinen Namen nicht gesehen, sorry. Feindliches Spionageflugzeug über die Position. Eine Sekunde. Oh, Stanley ist rausgeflogen. Danke, Schatz. Dankeschön. Entschuldigung. Geiler Mate. Feindliches Geschütz aktiv. Okay, lasst es sein. Alle Operator zurück zur Basis. Alle Überlebenden zurückziehen. Die werden schon bald über uns herfallen.
kurz warten, der Start. Das sind alle da rausgeflogen, ja. Ah, immer wieder diese schönen Probleme bei diesem Mistspiel. Also ich sehe mal deinen Schatten da unten laufen, also jetzt bist du da. Ach, ist das schön. Immer diese Probleme mit dem Spiel. Das Crossplay haben sie noch nicht so gut überarbeitet wie oft. Naja. Man kann nicht alles haben. Bei Apex ist es ja noch schlimmer. Ach, streamt er auch? Ja, das fühlt wirklich zwar keine anderen. Gut, dass ich das nicht mache. Ja gut, ich muss das halt bei meiner deutschen Meisterschaft oder sonst so den Mugscheiß auch halb machen, sonst hätten die anderen Leute bestimmt verstanden. Das wär ein bisschen schwierig geworden. Weil ich hatte halt letztes Jahr an Leuten aus Hannover gespielt und auf der anderen Seite mit dran war, glaube ich, Leute aus Das wo die Geschichte mit Pascal. Ja, aber es war geil. Ja, wir nochmal in die Lage.
Verdammt, der gute Stanley. Stanley ist noch nicht da, der Mr. Balls. Wer ist das? Achso. Zackhaares Breite. Schöner Name. Keine Ahnung, wer das ist. Bei mir meine Freundesliste nicht drin, also. Willst jetzt nicht mehr sein Spiel, hä? Gib mir mal bei Tokens ab. Ah, nur noch Waffen-EP. Ach, hau ich nochmal 2 Minuten, 2 Uhr 15 Minuten raus. Ich hab schon gleich Prestige 3. Ajo, das muss jetzt ein bisschen schneller gehen. Ja, was? Ist das gejuckt? Hast du mal einen Stanley ein, der kommt nicht rein. Hinweit ist raus. Wenn nicht, gehen wir zu ihm. Ja. Ist Ammo. Beitritt nicht möglich. Beitritt zur Party gescheitert. Was ist denn bei dem jetzt kaputt? Ach, der hat Dings an Crossplay deaktiviert. Nee, da können eben auch nicht spielen mit dir. Nee, du bist ja der Party-Host. Wir können ihm nicht zujoinen, weil er, also... Müssen wir mal gucken. Ja, wenn jetzt starten wir auch nochmal neu, ja?
So, wieder frisch gestartetes Spiel. Mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert. Nö. Ich komme nicht bei ihm rein. Ich komme nur bei dir rein. Beim reinkommen. Ich komme, ist wieder weg. Naja, probieren wir. Ich bin jetzt halt mal kurz zu zweit. Vielleicht geht's ja nach dem Stream, nach dem, was er auch immer macht, besser. Ja. Dann nehmen wir nochmal Express. Aber es wird eh kein Express, es wird wieder Crossroads. Hm. Ja. Los geht's. Ready to rumble. Ab geht's. 3 Tage wach. 5 Tage. Wieso? Was ist denn das, TDM? Ja. Ja, oh. Einfach alles abschlachten, was sich bewegt. Hardcore Team Deathmatch. Infiltrieren, identifizieren und angreifen. Wir sind vorbeigezogen. Hm, in der Seite kommt irgendwie gar keiner, ne? Das funktioniert nicht. Wir liegen zurück. Tja. Hä? Wo? Wir sind an der Spitze. Keine Ahnung von wo. Wir haben die Führung verloren. Die sind schon bei uns im Spawn, ne? Ja, ich hab noch 2 Stück gekriegt und dann hat mich der Dritte geholt. Also der hat's drauf im Sniper. Rush, jetzt kommt von hinten.
Ja, jetzt kam er von hinten. Der ist mal ein Mate, wo ich erschossen habe. Ja. Spawn. Ja, da ist. Hab so. Ah, ja, klar. Thaddeus. Spongebob spielt auch mit, hast du schon gesehen? Ja. Ach, scheiße. Kampfchromosom. Halt dich für eine. Das funktioniert nicht. Wir liegen zurück. Feierlich, in der Mitte kommt einer raus. Zeitliches Spionageflugzeug im Angriff. Alter, ha, getroffen. Gut. Wir haben die Führung. So kommen die immer bei uns in Spawn. Erklär mir das mal bitte. Weil die wollen dann schnell Spawn rushen. Wir sind zurückgefahren. Ja, aber warum sind die dann immer von uns da, wenn ich spawne und da sind auch Teammates noch? Das kann ja wohl nicht sein, dass von uns da Teammates rumsitzen, aber nichts machen. Wir können nichts. Ja, guck mal, meine KD ist auch gerade jetzt. Sehr guter Mate. Mal wieder. Der liegt auf der Brücke. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Vorher die ganze Zeit abhexen, jetzt hier das. Ist schon. Ja, klar, guckst du an durch die Wand. Wir liegen in Führung. Missionszeit Entschuldigung. Alles gut. Du hast so viel Sinn, sau gut. Congrats. Ja klar, ist noch einer. So viel für sie. Der Sieg gehört schon fast uns. Oben, okay. Ja, schon wieder im Spawn. Ich kann's nicht sagen. Hab's. Die Runde läuft nicht. Ziele erfüllt. Komm nach Hause. Tea time. Hm. Alle Missionsparameter. Na, oh, das ist mein Kummer. Bin ich. Komm mal mein Abschlusscam. Das Lustige ist nur, dass ich bei dir bin, aber kein Name. Ich glaube, wenn du schwankst, oder? Jetzt hast du die Party nämlich verlassen. Ja. Wieder schöne Bugs. Das Spiel ist ein reiner Bug.
Da habe ich denselben Fehler bei dir. Ah, da muss ich ja. Ah, gut. Ah, beim Stanley konnte ich jetzt zuschreuen. Hoi. Hallo. Hallo. Jetzt konnte ich dir zujoinen. Jetzt hat meine Frau den gleichen Fehler, wie ich bei dir hatte. Okay. Hm. Keine Ahnung, was das ist. Scheißspiel. Puh. Ja. Es ist ein verbuggtes und momentan einfach nur Haare ausraufendes Spiel, ne? Ja. Also, muss ich schon wirklich sagen, es ist, ja. Ja. Geht doch. Ja, hui. Aber jetzt sei hier. Ja. Wenn man noch meine Frau höher wird. Ich höre dich nicht. Weiß nicht, du sprichst zwar, aber ich höre dich nicht. Ich höre Stanley. Und Stanley, hörst du sie? Ja, ich höre sie. Ah, dann höre ich sie nicht. Hm. Brauchst du ja auch nicht, warum denn? Ist jetzt eben. Nein, ich finde es nur gerade ein bisschen verwirrend, deswegen. Also, das heißt, sie ist auch jetzt nicht im Stream mit drauf. Mach doch. Miami oder Miami? Miami rechts, aber bitte das Dunkle. Nicht das Strike-Scheiße da. Hm, wo sich der Kevin halt so schön aufgeregt hat. Hm. Merkel. Ah, oh, jetzt habe ich dich gehört. Wo ist die Merkel? Ich wieder mit Merkel. Ey, guck mal auf deine Hände. Was du mit den Händen machst hier so. Oh Gott. Noch Wasser, bitte. Frisch von der Merkel. Witzig. Ja, ich bin die Witz in Person. So, Vorsicht, voll und heiß. Heißes Mineralwasser. Ja, heißes Mineralwasser. Sehr gut, normales Team Deathmatch. Action, Action, ich möchte ein bisschen Action. Hat er Besuch? Was? Was? Ich höre irgendwas beim Stanley. Da, beim Stanley. Kind da. Da. Hardcore Team Deathmatch. Ach, es ist die Scheißseite. Ach, die beiden Seiten sind kacke, egal welche du nimmst. Nein, ich mag die andere lieber. So, erster Kill ging auf mich. Ach, freut. Back dir ein Eis. Und backe Eis. Ach komm jetzt. Pick. Wir verlieren diesen Kampf. Endlich.
Ich wollte dabei schon gucken, überlegen, ob der nicht irgendwie hier. Ah. Ah, nein! Das war jetzt umsonst. Oben auf dem Balkon. Ja, da sitzt einer. Hier kein. Jetzt warte mal. Rausgepiekt, rechts rüber ist einer gelaufen. Hab den. Der hat mich. Ach komm, was ist das? Eine AK und irgendwas piepst da. Das kam von dir jetzt, das Piepsen? Ah, das kam von mir? Ja. Dieser Drecksack auf diesem scheiß Balkon. Was mich so hier ein bisschen... Hab ich einen, ich weiß nicht, ob noch einer oben ist. Ja, noch einer oben. Da ist noch einer. Feindliche Fernlenkladung in eurem Einsatzgebiet. Ja, schiebt denn eine Fernlenkladung ins Boden? Zu fix. Ja, wo ist er jetzt? Steckt es. Wir sind in Führung gegangen. Der ist schon tot. Sehr schön. Aber das war nicht ich, ich weiß nicht, wer es war. Ach, da kommt einer hoch in den Balkon. Das funktioniert nicht. Wir liegen zurück. Hinten? Ja. Hab ich. Wir übernehmen die Kontrolle. Ein bisschen früher abdrücken, Kollege. Aha. Du Huren. Ja. Am Strand. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Spionageflugzeug in Bereitschaft. Ach komm, einfach. In der Polizeistation. Einsatz des Spionageflugzeugs gleich zu 50% abgeschlossen. Jetzt. Zwei Stück schimmeln da. Nice. Wo schwimmen die Wellen? Oh. Einer ist zum Boot gerannt. Hab den. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Ach, Sarah, bist du auch da oben? Habe ich dir den Arsch gerettet, oder? Nee, du hast mir einen Kill geklaut. Ah, okay. Du kannst auch nennen. Ja. Das ist doch so lustig. Was ist lustig? Ja, ich sehe keinen.
keinen Gegner her. Oh, Balkon. Balkon? Ja, siehst du, komm her. Meine Fresse. Wo steckst du? Ich hab die schon. Wir sind zurückgefallen. Ein Schimmler. Hab den auf dem Balkon. Ja, hinten bei den großen ist einer. Ach. Oh. Ich höre mich so behindert an im Livestream. Hm. Bei den Bussen ist einer. Da wo du bist, irgendwo, der hat mich gerade gesnitcht. Bei den Hupen ist einer. Ja, immer noch bei den Bussen. Fang gleich Wein an. Hinten bei dem blauen Reisebus. Ja, die vergewinnen gleich. Die vergewinnen gleich. Ja. Ja, Junge. Die vergewinnen gleich. Ist klar. Neues Wort erfunden, ne? Oben auf der Polizeistation ist in die. Artillerie entdeckt! Hab ich. Fenster ist oben einer. Artilleriebeschuss! Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt! Ich hasse es, wenn es dann immer so kurzzeitig ruhig ist, ne? Ich fühle mit dir. Gummibären hüpfen hier und da und überall. Imperialisten gewinnen! Ja, nur 5 Kills brauche sie. Wir sind in Führung! Geschütz bereit für den Einsatz. Digi, uns läuft die Zeit davon. Was noch 5 Kills gibt es 100, ne? Spionageflugzeug in Bereitschaft. Da hinten kommt einer. Flugzeug über euch in Position. Oh, ich hab den Kopf gerettet. Ja. Ja. Da komm, wir trinken ein bisschen. Das? Mhm. Smoke Operator. Prestige 3. Wow. Oh. Congratulations. Yeah. Please leave the lobby kurz. Please leave the lobby.
Bitte Lobby liefen. Was wir jetzt rocken, aber rocken wir CW. Bitte Lobby liefen. Oh Gott. Ja, ist okay. Wir gehen nämlich eine smoken. Schon wieder? Ja, schon wieder. Mach mir Wein. Das auch.
mal gucken, was der sagt, der Stream. Ob es gesperrt wird, ob es... Na ja, gut, ich will sie noch auf YouTube hochladen. Also YouTube wird definitiv gesperrt. Aber wenn die Musik jetzt drauf gewesen wäre, wäre es gesperrt worden. Nehmen wir mal dieser Teilschnitt. Also. Genau. Meinst du den da? Ja, genau den Teil. Im Livestream. Im Livestream ist es ja egal, aber im. So laut, das klingt schlucht. Geh, dann ist gut. Du darfst starten. Das macht er jetzt mit Absicht, oder? Natürlich. Nein, würde ich nie tun. Ach ja. Abschaut. Noch 5. Was? Dann habe ich sie auf Gold. Ah, die Tarnung. Ich spiele nicht mehr auf Gold, ich bleib bei meiner Krieg. Die ist mir am besten. Oh, Yamantau. Yamantau. Oh, da gibt es jeder drauf, natürlich jeder. Jeder. Ah ja, im Gegensatz zu Kartell. Hm. Was ich so mit Abstand am wenigsten mag, ist eigentlich Kartell und Checkmate. Oh, Checkmate geht eigentlich mittlerweile. Ich hasse die Map mit dem Flugzeug, weil sich jeder reinkämmt. Ne, nicht bei Team Deathmatch. Da auch. Du hast einen Battle Pass Stufensprung, ne? Ja. Ja. Wer seid ihr im Battle Pass? Ich bin nicht weit, ich bin... Ungenutzter Typ. Mein Bruder ist schon fast durch, weil er sich die 25 Stufen gekauft hat. Ne, hört dich nicht. Jetzt. Darf zu denen. Mein Bruder ist schon fast durch, weil er sich die 25 Stunden da gekauft hat. 25 Stufen. Nee, Stunden. Nein, Stunden hast du gesagt. Ey, ich kann es dir auf dem Stream auch nochmal zeigen. Ja, ist okay. Stufen. Das Magazin ist halb voll. Also dein Stream. Du kannst mich mal fett. Nee, sag's jetzt. Hast du das pausiert, dein Stream? Wann? Weil bei mir läuft dein Stream nicht. Kurzzeitig hatte ich ihn pausiert. Bei mir läuft's. Bei mir läuft's nicht. Rechts rumlaufend liegt ganz rechts bei denen einer. Ach komm. Nein. Freunde. Okay. Rechte Seite kommt einer. Oh, Monster ist blind auch. Oh, das ist deine Chance. Sag doch rechts mit einer, das ist deine Chance. Wie kalt ist sie nicht? Mal wieder Blutsbrunstig. Wir übernehmen die Kontrolle. Spionageflugzeug im Einsatzgebiet. Missionszeit. So sagst du mal wieder Blutsbrunstig. Schön, die ist auch. Okay, der hat ein. Thermalvisier, da hab ich mich in den Rauch gesehen. Ja, come on, wir sind schon bei uns vom Spawn Cap. Komm! Wo? Ich weiß nicht wo, ich hab nur eine Kugel gekriegt. Ich meine, der war schon hier. Ja. Ich hab den da drin, ja? Na, ich hab nur die Granate abgekriegt. Da drin ist eine. Da drin, den hab ich mit der Sturmmaske. Ich hab nicht gesehen, was er anhatte. Alter! Unten ist einer. Wo unten? Ich muss schon präzise Angaben machen. Was ist denn das für eine Lobby, Mann? Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Ach nö! Jetzt zu fix. Das sind 2, 3, 15. Ja. Ja.
Ach, das war schon gut. Dankeschön, du hast immer mit mir. Ja, ich hab deinen Namen nicht gesehen. Ja, nee. Immer diese Ausrede. Und es war Spawnwechsel, so wie es aussieht. Ja. Ding. Ja. So. Schmeiß die 5 hoch. Okay, jetzt habe ich natürlich meinen schönen Vorsprung, wo ich vorhin hatte, mit 5-1, natürlich jetzt mit 5-8 verloren. Lebenshart. Ich hab mich auch getötet, das nennt man Karma. Setze einen Sammelpunkt ein. Danke, Karma. Flugzeug über euch in Position. Okay. Dann hat ihn jemand geholt in der Mitte drinne. Ja, ich. Okay. Ey, die kämpfen überall. Ja. Feierlich. Ich bin tot. Ja, schön, dass wenn du da runterspringst. Ich bin da runter gerutscht. Du sollst keinen Suizid gehen. Ich bin jetzt wieder. Ja. Ja, wie der. Richtig aus? Wieder kämpfen. Ja, klar. Ich wollte gar nicht sagen. Doch. Ja, mit Sicherheit wolltest du das sagen. Dara hat die Party verlassen? Hab ich nicht. Dann bei mir gerade. Hm. Was du verlassen? Der. Feindlicher Nachbarn-Angriff im Anflug. Feindlicher Spionageflugzeug im Anflug. Flugzeug im Anflug. Dreimal daneben geschossen. Ja, komm. Normal spielen die nicht. Hat du gesammelt Schengen, oder? Hab ich, ja, aber... Ja, bei uns im Spawn schon. Geschütz aufgestellt. Feindliche Geschütze aktiv. Feindliche Geschütze sind in der Gebiet. Die treten euch in den Schuss. Ja, klar. Oh, die hier gammeln. Furchtbar. Nee, ich... Das ist aber nicht nur leicht, das ist schon extremst. Ja, ja, komm mal, ich hab ihn vorbei. Links. Der Aussparung. Der Aussparung, da waren wir. Nur ein Hitmarker, ja. Davon erholen wir uns nicht was? Mehr. Schwingt eure naja, gerettet auf meinen Wacker D. Alter, was ist denn das gewesen? Alter, 3,45. Alter, das war schon... mies. Ja, jetzt ist er raus. Jetzt. Ja. Sag ich doch, hier, du PS4 ist allergisch.
Ah, doch jetzt. Ich bin Battle Pass 47 erst. 44. 75. Es ist so planlos hier. Ich brauch jemanden, der vorbeikommt zum Zocken. Ja, einen Konsolen hapert's dann, hab ich. Ja, ich kann es leider nicht hoch, also nicht fahren kommen, ne? Nö, aber wir haben einen Ping von 199 Millisekunden. Wo er sucht. Gut, gell? Nice. Da habe ich aber seit dem letzten Update wird es mir immer so angezeigt. So, alle stumm. Alle stumm. Doch. So, ich habe alle gestummt. Ah, der ist nicht eingestellt, dass er nur Gruppenchat hat, ne? Deswegen hören wir die anderen. Ah, Crossroad hat gewonnen. Das gibt's ja wohl nicht. Warum wollen die keinen Diesel spielen? Also vielleicht Benzin aufhaben. Der war so scheiße. Und wieder gut. Right. War doch schlecht, dass er schon wieder witzig war. Ich hab's Bock auf was essen. Ach, da geht's dir aber genauso wie mir. Ich mach mir Brot. Oh, jetzt hab ich Sarah gestummt. Na, du super geiler. Ja. Ah, nee, doch nicht. Wo ist er? Wer? Henna! Nee, du hast auf mich zuerst geschossen. Wir übernehmen die Kontrolle. Ja? Da ist noch einer auf der Brücke. Bei der Brücke. Schnellere Reflexe. Hab ich. Wir liegen zurück. Ja, links. Oh. Wir sind vorbeigezogen. Die haben Spawnwechsel. Ja, aber die haben so nicht gemerkt, also der wohl noch lebt. Wir verlieren den Vorteil. Wir haben die Führung. Okay. Ach, was ist das? Ja, da kommen zwei Stück jetzt gleich. Wird gut. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Brücke. Ja, der hat mich direkt geholt. Hab ihn. Und der nächste. Spawnwechsel. Feindliches Geschütz. Was? Mann, wo ist denn der? Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Sorry. Feindliche Fernlenkladung entdeckt. Wir sind zurückgefallen. Wahnsinn. Wir sind an der Spitze. Oh, danke. Welch große Ehre, von dem ehrwürdigen Stanley Balls erschossen zu werden. Was? Wenn du in meine Granate reinläufst? Naja, ich war da vorher, vor deiner Granate, ja. Das kann ich nicht sehen, tut mir leid. Du musst halt vorausschauen denken, ja. Was ist vorausschauen?
schon 10 Minuten vordenken, was in den nächsten 10 Minuten passieren könnte. Wie viel denn, ne? Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Ha! 112. Oh, ich hab's gewusst, ich hab's genau gewusst. Spawnwechsel. Nee, nicht Spawnwechsel, die rushen einfach. Nee, ich bin Wondersock spawned. Nee, ich spawn immer noch hier hinten. Oh, oh mein Gott. Jetzt Spawnwechsel. Spawn gerusht haben. Ey, die sind richtig eklig. Man musste eklig zurück werden. Achtung, Schatz. Ich ist Spionageflugzeug über euch in Position. Doch, die Gasmine nicht noch. Da ist noch einer da drin. Feindliche Fernlenkladung entdeckt. Boah. Da ist er. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Wir verlieren diesen Kampf. Feindlicher Kampfhubschrauber im Anflug. Wir liegen in Führung. Und dann hoch. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt. Den kommt mir nach alles ein, wir haben verloren. Die haben jetzt den Deckel zugemacht, die Wichser. Ah, die haben das Kleid zu. Ja, okay, das ist fast nicht besser an. Ach ja, ist das schön. Solche Spieler mag man ja, ne? Hm. Warum? Die haben doch gut gespielt. Ja. Kann nicht jeder besser sein. Es gibt auch andere Leute, die sind besser als du. Das ist mir schon klar. Ja. Yeah. Da rieche ich mich halt nicht auf. So. Na, nicht wirklich. Na ja, gut, doch ein bisschen. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ah, wir sind mal ehrlich. Ein kleines bisschen. Riecht sich doch jeder auf. Stanley ist raus. Stanley, du bist weg. Was? Nein! Ich
Aber raus. Nein, ich höre Stanley noch. Ja, jetzt bin ich auch raus. Ja, jetzt bin ich wieder da. Nee, jetzt hast du auch die Party verlassen. Wenn das passiert, dann mach ich das Spiel heute aus und mach's nicht mehr an. Ich hab keinen Bock mehr. Ich nerv das. Ist halt. Call of Duty. Hau zu. Und das war's für mich. Gut, meine Frau kann jetzt eine Miete zujoinen. Ich hab keinen Bock mehr. Sag's ruhig, deine Frau kann, aber wenn deine Frau nochmal reinschaut, funktioniert ja noch nicht alles kaputt, also nein. Also meine Frau ist sauer, weil es jetzt richtig funktioniert. Ja, start noch einmal, eine Runde mache ich jetzt noch und dann gehe ich auch. Ja, ich bin jetzt auch rausgeflogen. Ja, selber Fehler. Geil. Ne, das war jetzt auch wieder grandios, ne? Gut. Noch eine Runde, da bin ich auch raus. Jetzt heute läuft der Server nicht mehr rund, merke ich gerade, ne? Ja. Na, guckst du da den Idioten zu? Guck doch lieber uns Idioten zu. Ich glaube, das, was mir hier zuguckt, sind eigentlich Bots. Was? Bots. Mir. Soll ich Botler wie machen? Nee, ich meine jetzt, ich habe jetzt hier zum Beispiel drinne Streamers on Discord, Twitch Growth, Discord. Das sind, glaube ich, solche Streamer-Bots. Nächste, die schauen mir immer zu, ob ich online bin oder offline, das ist egal. Das ist ein Bot. Die können dann einfach dort in den Channel gehen, mir zugucken, sehe ich aber nicht, dass sie mir zugucken. Och, jetzt haben wir ja noch Checkmate. Und jetzt, was machen wir jetzt? Helft mir. Streamst ein bisschen Pornhub. Passt schon. Stanley, helf mir. Es ist Checkmate. Tu was. Soll ich jetzt machen? Alle töten, ohne zu sterben. E-Mail ist raus. Wir müssen den eisernen Vorhang zurückziehen. Rein in den Kampf. Oh, ich bin zu blöd zum Granaten schmeißen. Oh, verdammt! Ah! Durch die Wand, du Huhn. Na. Ja, ich hab's vergessen. Ich hab's gerade so. Schnauze! Ich muss mich auch ab und zu zurückhalten, aber es ist nicht leicht, ne? Nein! Ach! Gut, das war's. Es gibt Krieg. Wenigstens überhaupt ein Tod rauskommen. So. Sorry, oh, Teammate. Natürlich. So, jetzt ist der Krieg offen. Ach komm, was ist das? Feindliche Spionageflugzeuge über euch in Position. Spionage-Oma. Ja, die Spionage-Oma. Ja. Ach komm, das ist doch nicht normal, wie die spielen. Nö,
Mensch, die Metallwand habe ich hier. Du, düt. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Ach, das ist... Ja, es gibt es nicht, dass der einfach abdrücken kann, wenn ich gerade um die Ecke komme, ne? Jeder PC so ein. Ja. Ach, erschreckt mich halt. Ja, da ist er schon bitter, ne? Oh. So. Mach jetzt dein Hack an. Spawnwechsel oder was? Wechsel. Ach, oben im Tower. Ihn so eklig, das ist abnormal. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Schon wieder spawnen weg. Spionageflugzeugkontakte. Wir sind zurückgefallen. Was für Campernaps. Feindliches Geschütz aktiv. Ach komm, jetzt steht da rum. Feindliche Vorräte unterwegs. Nicht. Also normal spielen die nicht. So, das hab ich, du Penner. Ja. Der hat genau gewusst, wann ich da vorbeikomme. Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt. Ja. Und Spawnwechsel. Von wo? Geschütz verfügbar.
Ach komm, du Pisser, Mann, du hast gewusst, dass ich da komme. Komm raus. Was ist das? Spawnwechsel oder was? Lagebericht. Abfallmann befriert sich. Wir haben die Führung. Ja, mit dem hat man. Was? Nur ein Hitmarker. Ach komm. Wieder eine 0,5 vergangen. Wow. Das ist nicht normal. Ja, das ist normal. Rühren. Alle Missionsziele. Wir haben zwar noch gesiegt, aber das erfüllt. War nicht normal. Der Sieg gehört uns. Na. Was wohl niemanden überraschen dürfte. So. Dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Wieder tschö. Das dauert ja eh noch. Das Stream hängt ganz schön hinterher. Deswegen noch ein bisschen labern. Das passt. Und außerdem hört man uns immer noch, auch wenn der Stream jetzt gleich quasi beendet ist. Erstmal noch. Also das war die schlechteste Runde und die merkwürdigste Runde seit langem. Muss ich wirklich sagen. Hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich das hätte gerne haben wollen. Das ist die. Das ist doch schon 5,5 Stunden EP. Oder die 4. Och, schönes Vögelchen. Ne, da macht's einfach nicht. Ah, jetzt hat er's gemacht. Jetzt bin ich gespannt, das ändert sich auch gleich nochmal. Ist mir aber jetzt egal.